Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer. Hallo. Unser Land scheint im Umbruch zu sein. Dankeschön. Eine ehemalige Volkspartei wie die SPD holt bei den Wahlen, danke, am letzten Sonntag in zwei Ländern nur rund 10%. Hoher Zuspruch dagegen für die AfD. In den letzten Monaten immer wieder Angriffe auf Ausländer, auf Asylbewerber, auf Polizisten und auch auf Politiker. Der Ton der politischen Auseinandersetzung, er wird schärfer und der Dialog scheint immer schwerer zu fallen. Rücksichtslos und verroht, Zivilgesellschaft unter Druck, das ist unser Thema heute. Und wir begrüßen dazu sehr herzlich Malise Bertmann. Herzlich willkommen. Sie waren dabei, als die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker am helllichten Tage Opfer einer Messerattacke wurde. Auch Sie selbst wurden verletzt, als Sie sich dem Attentäter in den Weg stellen wollten. Als Lehrerin haben Sie auch im Alltag beobachtet, Konflikte werden immer häufiger mit Gewalt gelöst. Herzlich willkommen, Malise Bertmann. Unsere Gesellschaft ist dabei, jeglichen Anstand zu verlieren. Das sagen Sie, Bernd Merbitz. Als Polizeipräsident von Leipzig beklagen Sie eine Pogromstimmung. In Uniform wie auch privat sehen Sie sich deshalb massiven Anfeindungen ausgesetzt. Welche Konsequenzen hat das auch für Sie ganz persönlich? Das fragen wir Bernd Merbitz. Herzlich willkommen. Jutta Speidel, auch Sie blicken mit gemischten Gefühlen auf die Stimmung im Land. Sie selbst setzen seit vielen Jahren ein Zeichen für Mitmenschlichkeit. Mit Ihrem Verein Horizonte unterstützen Sie obdachlose Kinder und ihre Mütter. Das Ehrenamt ist in dieser Zeit so etwas wie Ihr zweiter Beruf geworden. Welche Freude es Ihnen macht, hilfsbedürftigen Menschen unter die Arme zu greifen, darüber sprechen wir heute Abend mit Jutta Speidel. Als evangelischer Landesbischof von Baden steht für Sie Jochen Cornelius Bundschuh fest, Begegnung und Dialog sind in diesen Zeiten die richtigen Mittel. Ob der Glaube uns in dieser angespannten Situation Orientierung bieten kann, fragen wir deshalb heute Abend Jochen Cornelius Bundschuh. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Das vergangene Jahr hat eine neue Qualität der Aggression hervorgebracht. Das beobachten Sie, Markus Grill. Symptome der Verrohung seien mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft zu finden. Warum Sie als Journalist jetzt auch die Medien in der Verantwortung sehen, darüber sprechen wir heute Abend mit Markus Grill. Aus der schwäbischen Heimat zog es Sie, Gerhard Ehninger, vor über zwei Jahrzehnten nach Dresden. Trotzdem fühlen Sie sich heute in der Stadt manchmal fremd. Warum Sie als angesehener Mediziner die Ärmel hochkrempeln und sich für die Zivilgesellschaft und gegen Fremdenfeindlichkeit stark machen, erfahren wir heute Abend von Ihnen. Gerhard Ehninger, herzlich willkommen. Und das Einsatz für Hilfsbedürftige mittlerweile zu offenen Anfeindungen führen kann, wissen Sie, Janine Kühnemund. Seitdem Sie sich für Flüchtlinge einsetzen, bekommen Sie Drohbriefe und anonyme Anrufe. Warum Sie sich im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus trauen und trotzdem weiter Ihren Weg gehen, erzählen Sie uns heute Abend im Nachtcafé. Herzlich willkommen, Janine Kühnemund. Herr Grill, sehen Sie das Wahlergebnis von Sonntag als Angriff auf die Zivilgesellschaft? Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart ausgedrückt, Angriff auf die Zivilgesellschaft. Aber es ist halt nach längerer Zeit jetzt mal wieder bundesweit, also in mehreren Landtagen, eine rechtspopulistische Partei, die zum Ausdruck bringt, dass viele Menschen irgendwo der Schuh drückt und dass sie mit der Politik unzufrieden sind. Haben Sie den Eindruck, Herr Ehninger, dass dadurch auch, dass es ein Indiz dafür ist, dass die Zivilgesellschaft unter Druck gerät? Ich denke, dass die Zivilgesellschaft mehr Stabilität benötigt und auch die Aufgabe hat, dass Menschen nicht Parteien ihre Stimme geben, wo nicht mal das Programm eigentlich klar ist und die sich unmittelbar sogar vor der Wahl mit Aussagen in der Parteiführung, Frauen und Kinder sollte man erschießen, wenn sie die Grenze überschreiten. Und da sollte die Zivilgesellschaft dagegen halten und klar machen, das ist nicht Teil unserer Kultur und unserer Identität.
Frau Bergmann. Es gab das Attentat auf die spätere Kölner Oberbürgermeisterin. Dabei wurden Sie verletzt. Es gab viele Angriffe auf Ausländer und Asylbewerber. Es gab jetzt diese Wahl. Sind das Entwicklungen, die Sie ängstigen? Ja, klar ängstigen die mich. Was macht Ihnen Angst? Sehr sogar. Ich habe ja im Laufe meines Dienstlebens erfahren, wie das schleichend bergab ging. Am Anfang meines Dienstes, aber das möchte ich jetzt nicht weiter erörtern, war mein Job fast vergnügungssteuerpflichtig. So gut hat mir das gefallen. Und jetzt im Laufe der Zeit, das galoppiert nach unten. Also das betrifft Lehrer, das betrifft Politiker. Polizisten vor allen Dingen. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Merbitz? Was hat sich für Polizisten verändert? Was sagen Sie dazu als Polizeipräsident von Leipzig? Es hat sich vieles verändert. Ich glaube, die Gewalt gegenüber Polizeibeamten, Beamtinnen und Beamten hat enorm zugenommen. Diese Brutalität, dieses nicht mehr achten, dass in Uniform auch Menschen sind. Ich glaube vielmehr ist die Uniform kein Schutz mehr, sondern sie ist schon mehr ein Angriffsziel geworden. Und wenn ich mir die ganze Stimmung auch anschaue, so gerät die Polizei immer in die Mitte herein, wo man glaubt, sie kann die Probleme lösen. Ob das bei Versammlungen ist, ob das bei Demonstrationen ist, bundesweit, ob das bei Angriffen auf Asylbewerberheim ist. Ja, wir haben eine Pflicht als Polizei, aber geraten auch immer mehr in den Fokus hinein. Und ich halte es schon für äußerst unanständig, wenn Beamtinnen und Beamte als Schweine bezeichnet werden. Es sind Menschen. Es sind Menschen, es sind junge Frauen, es sind junge Männer, die unter den Einsatzanzügen sind, die unter den Helmen sind und die für Ordnung und Sicherheit sorgen wollen. Ich finde das einfach unanständig, wie man mit uns zum Teil umgeht. Es ist ja auch nur Sprache, die verroht. Was sagen Sie, Herr Cornelius Bundschuh, Leuten, die Angst davor haben, dass diese Gewaltspirale sich weiterdreht? Ich glaube, es gibt sowohl das Drehen nach oben als auch doch viele Versuche, dazwischen zu kommen und dazwischen zu treten. Also ich nehme schon auch wahr, dass auch zum Beispiel bei Demonstrationen es immer wieder die Erfahrung gibt, dass ehrenamtliche Freiwillige dazwischen treten und versuchen eigentlich da Einhalt zu gebieten und zu sagen, es gibt Regeln, haltet euch daran, geht damit nach diesen Regeln um. Also von daher, ich sehe sozusagen nicht nur die eine Richtung. Also, ja. Wir reden über Verrohung, das sagen Sie ja auch. Auf der einen Seite, welches Engagement, welchen Einsatz erleben Sie zum Beispiel auch in München auf der anderen Seite? München war ein Vorbild, das ist ganz klar. Und ich bin auch sehr stolz, dass ich in München zu Hause bin und dass ich zu denen gehöre, die sich auch für Flüchtlinge einsetzen oder vor allen Dingen für bedürftige Menschen einsetzen. Aber was ich mit Verrohung einfach wirklich mit einhergehen sehe, ist eine Nichtbildung der emotionalen Intelligenz. Und dass ich mich permanent frage, und das seit wirklich ganz, ganz vielen Jahren, wo sind eigentlich so diese Ansätze geblieben, die ich zum Beispiel noch von meiner Mutter oder von meiner Großmutter mitgekriegt habe, dass es gewisse moralische Grundprinzipien gibt, die einfach, ich will jetzt nicht zu sehr in eine katholische oder so Ecke gehen, aber doch die 10 Gebote, die mir zumindest sagen, dass ich eine Dankbarkeit dem Leben gegenüber haben muss, einfach weil ich geboren wurde und es ist ganz tief in mir drin und dass ich auch einen Glauben daran habe, dass ich mit diese Erde mit erhalten möchte. Und ich frage mich ganz, ganz oft, was geht in diesen Menschen vor, die mit einer derartigen Aggression und auch, ich sag auch wirklich mit einer emotionalen Dummheit, durch diese Welt gehen. An was halten die sich? An was für Vorbilder halten die sich? Also mich erschreckt das zutiefst und ich glaube, wir müssen ganz unsere Energie da hineinsetzen, dass wir einfach vermitteln, dass wir ein großes Geschenk haben, auf dieser Erde leben zu dürfen und wir alle Kraft ansetzen müssen, im Frieden miteinander auszukommen. Wir haben so viele große Probleme global, dass wir den Erhalt uns schaffen und uns nicht andauernd wegen nichts und gar nichts bekriegen. Wir können all diese Flüchtlinge aufnehmen, das schaffen wir schon. Diese Aggressionen, von denen Sie gesprochen haben, die haben Sie schon erlebt, Frau Künnemund. Sie engagieren sich, Sie erhalten aber auch Drohbriefe. Was ich mich gefragt habe,
Wenn Sie jetzt zu uns hier ins Nachtcafé kommen und viele Menschen das sehen, befürchten Sie da, dass es noch schlimmer wird, dass Sie noch mehr Drohbriefe erhalten? Oder glauben Sie eher, dass so die Öffentlichkeit auch ein Schutz sein kann für Sie? Also Befürchtungen gehen in beide Richtungen. Und mir geht es halt persönlich besser, seitdem man drüber reden kann. Weil so eine Dinge verändern einen, die beeinflussen einen im Alltag. Auch wenn einen das wütend macht, dass sie einen beeinflussen. Aber es ist leider so. Deshalb auch das mit dem im Dunkeln rausgehen, also schon rausgehen, aber auch schneller mal die Jalousien abends runterlassen, sich schützen wollen. Und jedes Mal, wenn das Rollo runtergeht, macht es einen wütend, weil man es runter macht. Aber man hat ja doch so ein gewisses Schutzempfinden. Aber ich denke, dieses damit rausgehen und auch zeigen, dass es sowas gibt, fand ich auch eben im Vorfeld dieser Wahl ganz wichtig. Herr Grill. Sie sind Chefredakteur von Korrektiv, das ist ein Recherchezentrum. Und Sie haben jetzt in dieser Woche ja auch den Entwurf des Parteiprogramms der AfD veröffentlicht, geleakt, sagt man. Wie erklären Sie sich, dass es zu solch einem Politikum geworden ist und so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat? Weil normalerweise ist ein Parteiprogramm nicht so spannend, dass sich ganz Deutschland darüber unterhält. Ja gut, die Programme der anderen Parteien kennt man ja. Das Programm der AfD kannte man noch nicht. Man hat mit der AfD bisher wenig verbunden. Man wusste natürlich, das ist ein Anti-Euro-Kurs der Partei. Die sind gegen Asyl, gegen Flüchtlinge. Ja. Aber man wusste eigentlich nicht, was wollen die eigentlich darüber hinaus? Was wollen die sozialpolitisch zum Beispiel? Ja. Und das fand ich halt sehr interessant, wenn man dieses 70-seitige Programm oder den Entwurf des Programms anschaut, dass doch sehr viele marktradikale Strömungen gibt in dem Programm, muss ich mal sagen. Und es ist eigentlich völlig gegen die Interessen der Wähler der AfD, die ja eher so einfache Beschäftigte auch sind. Ja? Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut, die AfD will zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung privatisieren. Ich meine, was heißt eine Versicherung privatisieren? Wenn das private Versicherungsunternehmen machen, dann wird das Risiko natürlich auch individualisiert. Das heißt, jemand, der eine schlechte Ausbildung hat, der vielleicht eine hohe Chance hat, auch arbeitslos zu werden, der muss natürlich einen viel höheren Beitrag bezahlen dann, als zum Beispiel ein Ingenieur mit Hochschulstudium in einem großen Unternehmen, der eine geringere Chance hat, arbeitslos zu werden. Das heißt, das hört sich vielleicht gut an, Privatisierung der Arbeitslosenversicherung, ist aber ein sehr unsoziales Element. Sie wollen die Unfallversicherung ebenfalls privatisieren. Und auf der anderen Seite wollen Sie zum Beispiel, machen Sie eine Politik für Reiche. Also am Ende profitieren Reiche, die Erbschaftssteuer soll zum Beispiel abgeschafft werden, die Gewerbesteuer soll abgeschafft werden. Das wissen die Leute, die AfD wählen, überhaupt nicht. Eben, ist das Besondere eigentlich, dass man erst nach der Wahl jetzt erfährt, was man genau gewählt hat? Naja, gut, man hätte natürlich die Parteien vorher fragen können. Es war jetzt ja nur Landtagswahl. Absurd. Es kommen ja noch Bundestagswahlen, es kommen eine andere Landtagswahlen, ja. Aber ich finde, es ist einfach nötig, dass man über die AfD nicht nur mit Abscheu berichtet, so verabscheuenswürdige genau Gestalten es innerhalb genau dieser Bewegung und Partei auch gibt. Ich finde, man sollte sich richtig auseinandersetzen, man sollte sich inhaltlich auseinandersetzen, damit auch dieser Nimbus dieser Partei etwas zerfällt, damit man sieht, genau, was die eigentlich wollen und wie schädlich das tatsächlich ist, wie sich diese Republik verändern wird, wenn diese Menschen an die Macht kommen. Es gab ja schon viele Politikerrunden zu diesem Thema, zur Flüchtlingsthematik, auch natürlich zum Rechtspopulismus. Das hier ist keine Politikerrunde. Wir wollen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Kirchen, mit Vereinen, mit der Polizei, mit Journalisten, mit engagierten Bürgern, prominent, weniger prominent, einfach reden heute und erst einmal rausfinden, wo finden Sie denn täglich Verrohung? Wo spüren Sie denn das eigentlich, worüber wir hier reden? Herr Ehninger, Sie sind seit über 20 Jahren in Dresden. Es ist sowas wie eine zweite Heimat für Sie. Wird Ihnen die zweite Heimat manchmal fremd? Bei Veranstaltungen, Herr Merbitz wird es bestätigen, Bombendrohungen sind eigentlich fast schon das Alltägliche. Aber die Ausmaß der Beleidigungen in Medien, sozialen Medien ist erheblich, wo man auch Schutzmechanismen entwickeln muss, bestimmte Dinge einfach nicht mehr zu lesen. Aber man muss sich auch zur Wehr setzen. Uns ist gelungen, zum Beispiel Leute, die es allzu heftig getrieben haben, auffindig zu machen und Spenden für einen guten Zweck anstatt Anzeige, das ist eine schnellere Geldstrafe, zu schaffen. Also man muss sich zur Wehr setzen. Auch. Aber Sie haben die Beleidigungen angesprochen. Sind Beleidigungen, Angriffe, auch Androhung von Gewalt im Netz oder in der Öffentlichkeit schon normal mittlerweile?
Na, sie finden auf jeden Fall massiv statt. Also ich meine, wenn Sie Spiegel Online schauen, die schließen zum Beispiel ihre Leserforen unter Artikeln über Flüchtlinge. Sie können da gar nicht mehr irgendwie als Leser kommentieren. Bei uns ist es auch so auf korrektiv.org. Wir machen halt eine Auswahl, wir machen noch manche Leserbriefe. Aber was es da an Hass und an Verachtung zum Ausdruck kommt, das ist schon erstaunlich. Und es war, glaube ich, vor einem Jahr in dem Maß noch nicht so. Da gab es ganz andere Themen noch. Vor anderthalb Jahren haben wir über Griechenland geredet. Genau, da war so also innerhalb, ich meine, dieses Land hat sich innerhalb von 12 Monaten, und es sind jetzt gerade mal 12 Monate, seit diese Flüchtlingskrise so eine Virulenz hat, hat sich die Stimmung in diesem Land komplett verändert. Und dieser Hass, hat man den Eindruck, bricht an sehr vielen Stellen aus. Und ich meine, als Journalist nimmt man ja in der Regel Politiker nicht in Schutz. Ja? Aber inzwischen muss ich ehrlich sagen, also wir sollten ein bisschen fairer auch mit manchen Politikern umgehen. Also ich habe jetzt heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen, Claudia Roth stellt jede Woche, glaube ich, 3 bis 4 Strafanzeigen wegen übler Beleidigung, Drohungen und sowas, die natürlich immer zu nichts führen. Aber also wir haben jetzt keinen Politiker in der Runde oder sowas, aber Politiker möchte ich im Moment in dieser Phase auch nicht sein. Ich meine, wenn Sie auf einer Pegida-Demo sind, ich meine, die wünschen ja Frau Merkel und Herrn Gabriel an den Galgen, ja, die bezeichnen ja als Volksverräter und alles Mögliche. Also das ist eigentlich keine Form von politischer Auseinandersetzung mehr. Das ist eher sozusagen, das ist eine Rhetorik oder das sind Zustände, die eher an die Weimarer Republik erinnern. Okay, aber ich wollte jetzt gerade dazu, genau, gerade dazu. Frau Bertmann, Sie haben ja gespürt und waren dabei, als sich der Hass entladen hat. Ich wollte erst mal klarstellen, ich bin ein Maulwurf, ich bin Politiker. Ach so, Entschuldigung. Nur, ja, auf lokaler Ebene. Nur mal so nebenbei, genau, ich lasse es aber heute bei der Seite. Aber Sie haben erlebt, wie sich der Hass entladen hat. Sie waren dabei, als aus fremdenfeindlichem Hintergrund Henriette Reker attackiert wurde, dass es diesen Anschlag gab. Sie waren dabei, wollten eingreifen. Wie genau sind Sie dabei verletzt worden? Ja, ich habe einen Bauchstich gekriegt. Aber das ist jetzt vorbei. Wir haben alle trotzdem überlebt. Trotzdem erzählen Sie es noch mal, wie es dazu kam. Sind Sie rein oder? Nein, wir haben Wahlkampf gemacht. Ja. Und ich hörte hinter mir Tumult und habe mich umgedreht. Und Frau Reker lag da. Und ich dachte natürlich, ich bin Hauptschullehrerin, sie ist niedergeschlagen worden. Und dann greife ich ein, immer. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so, aber bis dahin. Wie schnell haben Sie dann gemerkt, dass Sie verletzt waren? Die Frau Reker? Nee, Sie. Sie. Nö, also, der hat ja erst dann, ich habe sie gesehen, ich dachte, er tritt ihr auf den Kopf. Oder springt dir auf den Kopf, so sah der aus. Also habe ich ihn angeschrien, wie man das halt macht, stoppen. Ja. Und dann zieht er ein Messer aus der anderen Tasche. Das andere hatte der ja weggeworfen. Und dann war ich natürlich gelähmt, entsetzt. Aber ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht mehr so drüber reden. Mhm. Weil das hier eine Richtung mir etwas nimmt, darf ich dazu was sagen? Ja, selbstverständlich. Ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass Sie getrennt haben, die Partei AfD und Wähler. Mhm. Und wir dürfen bitteschön nicht diesen Fehler machen und einfach nur sagen, das sind jetzt alles Schmuddelkinder. Dann machen wir genau das. Der Hass wird sich vergrößern. Es wird schlimmer werden. Die Leute, die die AfD wählen, wissen sich zum Teil keinen Rat. Ich habe mit Schülern gesprochen, die mir offen gesagt haben, Frau Bertmann, wir wissen nicht mehr, wir können uns nicht mehr helfen. Wir wählen die. Die gucken sich kein Programm an, die gucken sich überhaupt nichts an, sondern die sehen nur eins, die AfD wird versuchen, uns zu befreien oder uns zu helfen. Und wenn wir jetzt hingehen, was wir unter Umständen schon auf dem Weg sind zu machen und sagen, das sind Schmuddelkinder, mit denen reden wir nicht, dann machen wir den größten Fehler, den wir überhaupt nur machen können, nämlich diese Verwahrlosung ist entstanden, weil man zu viele Leute immer alleine gelassen hat. Ist das auch Ihr Ansatz? Ich würde das gerne unterstützen. Ja. Ich denke wirklich, wir müssen an der Stelle noch mal genau gucken, wo solche Verrohungen stattfinden und unter welchen Bedingungen. Genau. Also ich denke, das Netz ist typisch dafür, weil das eine Anonymität erlaubt, weil ich einfach sozusagen mich auch verstecken kann, weil ich nicht ins Gesicht gucken muss. Eben. Ich denke, insofern ist Ihr Fall mit dem Messerattacke natürlich schon eine besondere Qualität. Aber insgesamt, glaube ich, kommt diese Verrohung ganz stark auch dadurch zustande, dass wir in den realen Begegnungen nicht deutlich genug dann auch sind und nicht deutlich genug in den Kontakt gehen. Was heißt das? Nicht deutlich genug? Was meinen Sie? Ich glaube, es ist ganz wichtig,
einfach auch mit den Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht dann zu der Flüchtlingsinitiative gehen, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Also ich sag mal, es gibt ja auch die gegenteilige Erfahrung. Also ich muss sagen, wenn in einem, hier in einem Dorf in unserer in der badischen Region sozusagen heißt, es kommen Flüchtlinge, der Pfarrer oder der Bürgermeister setzen zusammen in die Zeitung, es kommen Flüchtlinge, wir würden gerne uns alle treffen, dann kommen 80 oder 100 Menschen an einem Abend. Ja? Dann ist das ja auch ein unheimliches Zeichen für Barmherzigkeit, für einen Blick, für Werte, für Menschlichkeit. Und dann ist die Frage, wie geht man jetzt damit um und bildet sich da sozusagen ein Sektor aus, der alleine für sich unterwegs ist, oder hat man immer auch im Blick, was bedeutet das für die anderen? Mhm. Geht man auch in die Schulen zum Beispiel damit und versucht dann da was zu öffnen oder so? Und ich denke, da ist es genau eine wichtige Aufgabe, dann nicht sozusagen unter sich zu bleiben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen unter denen, die da einer Meinung sind, sondern wirklich auch zu gucken, wie behalten wir die alle anderen mit im Blick? Und uns geht es ja gerade darum, nicht zu dramatisieren und auch nicht zu verharmlosen, sondern den Blick zu finden, den Sie alle erleben, der Ihren Erfahrungen entspricht. Wenn wir jetzt fragen, Sie haben die Schüler angesprochen, ist es aber auch so, dass sich das Bürgertum teilweise radikalisiert? Was ist da Ihre Beobachtung? Absolut, ja. Also ich meine, das ist ja gerade in der AfD-Bewegung zu sehen. Also da gibt es natürlich auch radikalisierte Rentner. Also Leute, die früher bei der CDU waren zum Beispiel. Ja, also nehmen Sie jemanden wie Gauland oder so, wie der heute daherredet. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu früher. Es gibt natürlich Nazis in dieser Bewegung auch. Es gibt sozusagen so eine gewisse Unterschicht oder deklassierte Leute, die sich seit Jahren auch gerade im Osten deklassiert fühlen, die seit Jahren den Eindruck haben, sie kommen nicht auf den grünen Zweig. Und ich meine, das ist natürlich auch, finde ich, ein Appell an die Politik, genau hinzuschauen. Ja? Also man muss natürlich, man kann natürlich nicht immer nur sagen, oh, diese 25%, die irren sich oder sowas. Ja? Man muss ja schon überlegen, gibt es irgendwelche fundamentalen Entwicklungen in der Gesellschaft, die das möglicherweise auch erklären, warum sich das so gibt. Und da meine ich jetzt nicht die Flüchtlingskrise damit. Ja? Aber ich höre immer so raus, ernst nehmen muss man sie, die Wähler, mit ihren Ängsten. Ja? Die Ängste also, muss man ernst nehmen. Was mir einfach wirklich brennend auf der Zunge liegt, ist, sind diese Leute, haben die sich jemals in solche Flüchtlingsunterkünfte oder überhaupt an irgendeine Grenze oder irgendwohin hingestellt und haben geguckt, was da für Menschen kommen? Haben die sich unterhalten mit den Leuten? Haben die wirklich sich erkundigt, bevor sie überhaupt in eine Bewegung wie Pegida gehen oder AfD wählen? Haben die sich mal angeschaut, was da los ist? Wahnsinn. Aber ich wollte zu Beginn zu dem sagen, wie kann man in einer Partei, in einer Bewegung überhaupt mitlaufen? Ich würde mich schämen. Aber Frau Speidel, Sie haben eben gesagt, man muss die in die Heime mitnehmen. Das versuche ich. Zum Beispiel, mit in die Heime zu gehen. Wenn ich nämlich, egal welche Aggressionen ich gegen einen Menschen habe, wenn ich dem vis-à-vis stehe, verändert sich manches schlagartig. Ja? Aber diese Leute, die jetzt, die wollen das nicht. Die haben Erfahrungen gemacht von der anderen Seite, von den Leuten. Ich denke an die Silvesternacht in Köln. Die haben Erfahrungen gemacht, ganz negativer Art. Und dann ist das Schlimme und das Dumme, dass das alles über einen Kamm geschoren wird. Ich weiß nicht, es gibt im Internet auch schöne Beispiele. Auf YouTube gibt es ein Video, wo in Dortmund oder in Bochum, die einen Bus haben fahren lassen, morgens im Berufsverkehr und den ausgestattet haben mit Videoüberwachung und so. Und dann Schilder angebracht haben, vorne dürfen nur Deutsche sitzen und ab hinten dürfen die anderen sitzen. Also Ausländer. Und dann sind die Leute eingestiegen, ganz normal, und dann haben die sich erst mal gemischt gesetzt. Und dann kam ein Kontrolleur, Schauspieler, und hat dann sozusagen die aufgefordert, sie sind doch Deutsch, sie müssen nach da und sie, und hat das dann sortiert. Und es ist eigentlich den ganzen Tag, in dem Bus den ganzen Tag fahren lassen, eigentlich passiert, dass die Leute sehr heftig protestiert haben. Wir sind doch hier in der Bundesrepublik, und ich finde diesen Satz, wir sind doch hier in der Bundesrepublik, da kommen wir auch nochmal mit der Polizei oder den Politikern ins Gespräch. Ich glaube, was wir tatsächlich nochmal überlegen müssen an der Stelle, auch als Zivilgesellschaft, ist, was wir alles an Institutionen haben, die wir auch schützen und stärken müssen. Ja? Also wo wir noch mal sagen müssen, das ist was Wichtiges, was wir brauchen, um eine Stabilität auch in der Gesellschaft zu haben. Und das glaube ich, das würde ich einfach stark. Kommt halt dieser Appell an die Moral oder an den Respekt und so, der funktioniert nicht. Ich meine, wenn Sie die Institutionen hochhalten, die Institutionen verlieren seit Jahren oder seit Jahrzehnten an Bindekraft. Ich meine, als Mann der Kirche wissen Sie das. Ich meine, Sie sozusagen verlieren jedes Jahr Tausende, Hunderttausende Leute, die katholische Kirche genauso, ja. Die Gewerkschaften, die Parteien, alle verlieren. Es ist doch sozusagen illusorisch zu sagen, in dieser
Zeit, wo die ganzen Institutionen im Prinzip diese Bindekraft verlieren. Wir müssen die Institutionen stärken. Aber die Wahl hat gezeigt, dass Leute bereit waren, die Institution Wahl wieder ernst zu nehmen. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, die sind nicht einfach sozusagen umgekippt, also, ja, um zu protestieren. Aber sie haben sozusagen Menschen auf eine, in also, diesen Zusammenhang wieder eingeschaut. Ich zu der Wahl noch was sagen. Also, Sie müssen doch irgendwie sehen, warum sind die Leute denn so enttäuscht oder so viele Leute so enttäuscht von den normalen Parteien? Ja? Ich meine, dass eine SPD hier 10% hat und die AfD 15%. Ja? Und es ist im Prinzip genau die Wählerschicht eigentlich der SPD. Also einfache, relativ einfache Leute, das zeigt doch, die fühlen sich überhaupt nicht mehr repräsentiert und die fühlen sich nicht mehr verstanden. Es gibt schon so ein verbreitetes Gefühl, die machen im Prinzip keine Politik mehr für uns. Und dieses Gefühl ist jetzt nicht eine völlige Einbildung und eine völlige Illusion. Für dieses Gefühl gibt es eine reale Faktenbasis auch. Sie können die soziale Auseinanderentwicklung in der Gesellschaft anschauen. Ja? Es ist einfach für das untere Drittel der Gesellschaft, vielleicht sogar für mehr als ein Drittel der Gesellschaft, gibt es im Prinzip keinen ökonomischen Fortschritt mehr, keinen Wohlstandszuwachs seit Jahren. Also die Ängste, die Sie sich machen, die sind berechtigt, sagen Sie? Ja, zum Teil schon. Ich meine, Sie haben sozusagen eine enorme Spreizung. Die oberen 10%, die verdienen von Jahr zu Jahr mehr, das Vermögen steigt. Und bei den unteren findet kein Wachstum mehr statt, es findet eher eine Schrumpfung statt. Und das ist natürlich, die Leute haben ganz reale Probleme. Die haben die Probleme, dass die Mieten teurer werden, dass sie sich fast nur noch mit zwei Verdienern, also Mann und Frau, müssen arbeiten, eine Wohnung leisten können. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich sozusagen die Parteien und vor allen Dingen auch die SPD nicht um diese soziale Ungleichheit, diese zunehmende soziale Ungleichheit kümmert. Und ich finde das sozusagen, da muss man schon überlegen, ob es nicht eine reale Basis gibt für diese Sorgen, die die Menschen auch haben. Aber Sie haben doch gerade vorhin gesagt, mit dieser Liste, die Sie da, wo Sie das Programm aufgestellt haben von der AfD, widersprechen die sich doch alle selber. Das ist doch unsozial. Ja, die wissen aber ich möchte auf die Leute hinaus. Sie sind ja auch nicht nur Herr Merbitz Polizeipräsident. Sie sitzen ja auch mal in der Gaststätte. Was hören Sie da, wenn Sie sich umhören? Es macht mich eigentlich traurig. Und ich gehöre bestimmt nicht zu denen, die versuchen, alles schön zu reden. Im Gegenteil, ich habe die Entwicklung, sowohl in Sachsen als auch bundesweit, über 25 Jahre, die Entwicklung des Rechtsextremismus, der Fremdenfeindlichkeit miterlebt. Ob Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln-Solingen, ich glaube, das haben wir zwischenzeitlich wahrscheinlich vergessen, dass dort Menschen ums Leben gekommen sind, Fremde, es gab einen kurzen Aufschrei, wie schlimm das alles ist. Und plötzlich sind wir zur Normalität wieder übergegangen. Das war sehr partiell. Die Situation, die ich heute erlebe, die sehe ich sehr kritisch. Weil die Stimmen, wenn man in der Gaststätte ist, dass so ein Wort, wir reden über Menschen. Ja, in der Tat, unterschiedliche Hautfarbe, auch andere Sprache. Wenn das schon zum Sprachgebrauch wird, dass Menschen als Kanaken bezeichnet werden und fast schon solche Worte, Anführungsstriche, gesellschaftsfähig werden, dann habe ich große Angst. Und wenn ich mir das anschaue, und wir dürfen doch nicht so tun, als wenn das nur eine vorübergehende Wellenbewegung ist, schauen Sie sich an, wie viele Anschläge auf Asylbewerberheime. Im Jahr 2015 geht übrigens auch 2016 weiter, auf Asylbewerberheime durchgeführt, Sprengstoffanschläge, Sachbeschädigung. Körperverletzungen, rechtsextremistische, radikale Straftaten sind enorm angestiegen. Volksverhetzung. Politiker werden angegriffen. Werden verbal angegriffen, körperlich. Und wie gesagt, ein Galgen mit der Bundeskanzlerin und mit Herrn Gabriel wird so hingenommen, als wenn das zur Meinungsfreiheit gehört. Politiker werden in ihrer Arbeit gehemmt. Wenn sich jemand für Asyl einsetzt, und da komme ich auch so auf Sie, erleben die einen Shitstorm in dem Internet. Wie kann ein Bürgermeister eigentlich noch seine Arbeit ausüben, wenn plötzlich 500 E-Mails einlaufen und er noch sagt, mich anruft und sagt, da müssen wir was machen. Ich bin ja auch zuständig für die Bekämpfung des Rechtsextremismus im gesamten Freistaat Sachsen. Wir unterstützen die. Und diese Art, wie man noch fast so anonymisiert, jetzt ganz offen. Und da sage ich, alle diese Wahlergebnisse, die die AfD jetzt auch gebracht hat, ermutigen erst noch solche Leute. Und mein Appell geht dorthin.
Wir müssen etwas tun. Ja. Aber an alle, ob Politiker oder gleich. Die Zeit des Redens, die muss vorbeigehen. Ich gehe auch in Asylbewerberheim. Ich kümmere mich auch um eine syrische Familie. Ich sage ganz einfach, es ist nicht 11:55. Der Zeiger ist schon kurz drin. Aber ich betone auch, dass die Gesellschaft, und das haben wir wahrscheinlich schon immer bewiesen, dass wir auch diese Probleme lösen können. Ich sage mal, dass die Bürger näher zusammenrücken. Wenn Sie über die Gesellschaft reden, würden Sie sagen, die Polizei bildet diese Gesellschaft ab? Gibt es eine offene oder klammheimliche Sympathie für die Position, die Sie kritisieren, auch bei der Polizei? Ja, das hat mich sehr traurig gemacht, da das ja von kurzem auch von unserer Polizei behauptet wurde, dass wir Pegida und der AfD nahestehen. Das verneine ich ganz strikt. Ich schließe nicht aus, dass es auch Einzelne gibt, gegen die wir aber konsequent auch vorgehen. Wir sind nun mal immer in dem Spannungsfeld, dass wir diese Demonstrationen begleiten müssen, diese Versammlungen. Aber zu sagen, die Polizei sympathisiert mit denen, da wäre ich mich ganz, ganz entschieden. Sagen Sie, Sie haben, wieso werden eigentlich so wenig Anschläge auf Flüchtlingsheime aufgeklärt? Nein, Moment, jetzt sind wir ja schon beim Eingemachten. Ja. Erstens. Da wollen wir ja auch hin. Erstens, ja genau. Erstens, im Jahre 2015 sind 300 bundesweit, 300 Tatverdächtige ermittelt wurden, die Anschläge auf Asylbewerberheime ausgeübt haben. Das operative Abwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, beispielsweise auch im Freistaat Sachsen, haben 74 Täter ermittelt und zum Teil auch schon zu hohen Haftstrafen auch verurteilt sind. Weniger als 10%. Moment. Weniger als 10%. Moment. Wenn wir uns die Täterstruktur anschauen, und das haben Sie genau gesagt, ist 47% der Täter haben keinen Bezug zur rechten Organisation, nicht mehr der Nähe zur rechten Organisation, haben keine polizeilichen Erkenntnisse und auch keine staatsschutzrelevanten Erkenntnisse. Und jetzt sind wir am Punkt. Also jetzt kommt es aus der Gesellschaft und die Ermittlungen. Bitte glauben Sie mir das. Ich glaube Ihnen das, was Sie immer schreiben. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, auch diese Ermittlungen auch durchzuführen. Nehmen wir den Fall an. Aber die Aufklärungsquote ist deutlich geringer als bei anderen Straftaten. Wir haben sozusagen, wir veröffentlichen nächste Woche, und wir haben seit Monaten, ja, recherchieren wir jetzt eine Geschichte sozusagen über die alle Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und die strafrechtliche Aufarbeitung und wie viele Leute tatsächlich verurteilt worden sind. Und es ist eine deutlich geringere Verurteilungsquote, eine deutlich geringere Aufklärungsquote als bei anderen. Wie erklären Sie sich das? Ich habe den Artikel jetzt noch nicht gelesen, die Kollegen recherchieren. Ja. Mhm. Wir veröffentlichen es nächste Woche bei Spiegel Online und bei Korrektiv.org. Mhm. Ja. Aber es ist richtig auffällig. Ja. Und ich meine, glauben Sie, dass die Polizei also, auf dem rechten Auge blind ist? Na ja, also es ist zumindest auffällig, wenn die Politiker sagen, wir wollen das mit der ganzen Härte des Rechtsstaats verfolgen und 90% der Täter ungeschoren davon kommen. Also ich glaube, Linksterrorismus wird irgendwie schärfer verfolgt oder wurde in der Bundesrepublik schärfer und radikaler verfolgt als dieser Rechtsterrorismus. Habe ich ein anderes Bild. Man muss aber auch schon sagen, wurde in Sachsen zu lange gesagt, wir sind immun gegen Rechtsradikalismus. Das war ja sogar ein Satz vom Ministerpräsidenten. Also schon lange her, dieser Satz. Ja, ja. Ich glaube, unser Ministerpräsident hat auch bei seiner Regierungserklärung auch was anderes gesagt. Er hat dann gesagt, ja, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus. Ja, genau. Aktuell, ja. Ja. Und er hat auch gesagt, dass er ihn unterschätzt hat. Mhm. Wobei Herr Kupfer hat ja gleich widersprochen, gleiche Parteifraktionsvorsitzender. Ja, in der Tat finde ich das auch, dass man sich dazu auch bekennt. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie einen Hehl draus gemacht, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus haben. Im Gegenteil, Sie haben gesagt im Interview mit der Leipziger Volkszeitung, wörtlich, im gesamten Land herrscht eine Pogromstimmung, die eine kreuzgefährliche Intensität bekommt. Welche Reaktionen haben Sie auf dieses Interview bekommen? Also, ich habe mir das ganz genau überlegt. Mhm. Und der Journalist, das war nach einer Bürgerversammlung. Ich bin bei vielen Bürgerversammlungen, bin eigentlich etwas da enttäuscht, wie man Stimmung gegen Asylbewerber macht. Ich habe immer da so platt gesagt, mancher Politiker wäre froh, wenn so viele Leute zu seinen Wahlkampfveranstaltungen kommen würden. Ja? Dass die Leute Probleme haben. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, wir stellen sie alle in die rechte Ecke. Moment, da sind schon genug drin. Dass Leute Probleme haben und Antworten haben möchten, das haben wir, glaube ich, versäumt. Angst und Furcht, die war, wo man erklären musste, sollte und nicht rumschimpfen, hat sich jetzt in Hass und Gewalt umgewandelt. Die Reaktion war ganz einfach. Ich glaube, es stockte erst mal der Atem. Und ich habe das übrigens schon 3 Wochen vorher mal im ZDF gesagt, hat es niemanden interessiert, jetzt war es aber in großen Buchstaben geschrieben. Natürlich bis dahin, wie kannst du denn das sagen?
Du machst unseren ganzen Freistaat, ich meine auch die Stimmung in der Bundesrepublik, mhm, unterschiedlich ausgeprägt. Wie kannst du das? Ich sage, ich habe das bewusst gesagt. Bringt mir bitte nicht den Begriff jetzt mit 1938 in Beziehung. Ich sage, Wikipedia ist auch dazu da, dass man mal nachlesen kann, was dieses Wort bedeutet im weiteren Sinne auch. Und genau diese Stimmung. Die also der Duden sagt zu Pogrom Folgendes: Ausschreitung gegen nationale, religiöse und ethnische Minderheiten. Das nur zur Ergänzung. Insofern ist es nicht nur auf die Pogrom. Ich meine, dieses Problem schlug mir aber so entgegen. Ich habe jede Menge Briefe gekriegt. Viele haben gesagt, Bernd, du hast recht. Manche haben sich noch sehr verhalten gezeigt. Ich habe natürlich auch gekriegt, das hat Sie gar nicht zu interessieren. Sie haben uns vor islamistischen Investoren zu schützen. Mhm. Da war ich gut wieder einer von der Sorte. Ja? Mhm. Beiseite gelegt. Ich versuche den auch noch rauszukriegen. Ich muss mit denen reden, was er da gemeint hat. Und es gab auch Angriffe im Netz, auch auf Sie, auch auf Facebook. Wissen Sie, nur eine Passage, wenn drin steht, gebt mir ein Gewehr und bringt mich 100 Meter an ihn ran und der Fall ist erledigt. Wenn ich zu den von der rechten Seite meist gehassten Polizisten Deutschland mitgehöre, weil ich meinen Mund auch aufmache, dann hat man auch Kinder. Was sagt Ihre Tochter? Wissen Sie, es war schwer, es ist schwer, aber meine Frau und meine Kinder haben mir Mut gemacht, einfach nur mit einem Satz. Mach einfach weiter, du kannst es nicht von anderen verlangen, wenn du das nicht machst. Und das war für mich eigentlich auch Verpflichtung. Und ich bin auch in einer ganz großen Verpflichtung. Das sage ich auch ganz deutlich, auch persönlich. Ich habe als Erster in der Bundesrepublik den Ball-Spiegel-Preis vom Zentralrat der Juden verliehen gekriegt. Gerade wegen dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Natürlich war ich vor 25 Jahren sehr naiv, als wir eine Konzeption zur Bekämpfung des Rechtsextremismus gemacht haben. Und da stand als letzter Punkt die Austrocknung des Rechtsextremismus. Ich habe gesagt, das schaffen wir in 2 Jahren. Bin ich besseren belehrt worden. Und ich glaube aber auch, dass es momentan gar nicht so drauf ankommt. Sie haben das gut gesagt, jemanden zu personifizieren. Es kommt darauf an, dass wir in dieser Situation zusammenstehen, richtig, dass wir mit den Menschen reden. Richtig. Dass wir mit denen reden und das, bitteschön, erwarte ich von jedem Einzelnen. Ja. Uns bringt das nicht, da bin ich voll bei Ihnen. Manche Einschätzung, jetzt muss ich sagen, stimme ich da nicht mehr überein mit Ihnen. Aber so ist das im Leben. Das zeichnet ja die Demokratie aus. Ja. Aber was soll so ein Begriff mit aller Härte des Gesetzes, der Strafrahmen und die Gesetze sind im Strafgesetzbuch geschrieben. Ja, viel anders. Wir müssen als Gesellschaft, alle, die wir hier sind, müssen wir dafür sorgen, dass es gar nicht zu solchen Straftaten kommt. Und ich sage nur eins, es ist schon spannend, wenn man da mit so jungen Syrern redet und wenn manche vielleicht mal wissen würden, und ich erlebe das auch tagtäglich, was für ein Leid die durchgemacht haben, dass schon Familienmitglieder gar nicht mehr leben. Genau. Die kommen aus dem Kriegsgebiet und es ist unsere Pflicht und Schuldigkeit, diesen Leuten noch zu helfen, mit allen Mitteln, ob Institutionen, Parteien und dergleichen. Ich sage jetzt mal Richtung AfD, nur ein Wort, nein, wir ignorieren die nicht. Wir setzen uns mit denen auseinander und sagen dann, und was soll das? Verarsche der Leute. Und das finde ich einfach in dem Moment, wo wir wirklich mal enger zusammenrücken müssen und uns nicht auseinanderdividieren mit Argumenten, warum hast du das nicht jenes? Pegida, Herr Professor Engel, Sie haben es gesagt. Was war, als Pegida kam? Was war die Äußerung der vielen Politiker? Am Ende stand sie etwa, das wird sich von selber erledigen. Ne? Hat sich nicht erledigt. Frau Bertmann, ich weise das auch gerade wieder zurück. Das ist eine Unterstellung. Die Polizei hat eine geringe Aufklärungsquote. Ja. Da wird die Polizei wieder irgendwo in der Ecke gestellt und niedergemacht und verliert wieder an Respekt. Und zum zweiten Mal. Dass man die geringe Aufklärungsquote darf man nicht kritisieren, oder was? Doch, das dürfen Sie sagen. Aber nicht unterstellend. Und das nächste ist, was mir auch nicht gefällt, ist, dass Sie gesagt haben, man möge denen jetzt, wenn die ihr Häuschen haben und ihren Garten und alles schön zufrieden sind, dann haben sie Angst vor Einbrüchen und dann machen sie auch weiter, weil sie sich nicht geschützt fühlen. Dialog ist angesagt. Mit den Leuten reden, nicht in Ecken stellen. Ja, ich habe aber so verstanden, dass es eine
auf Basis einer Recherche hier diese Information gab, als Basis für eine Auseinandersetzung. Ich finde, das sollte möglich sein. Aber noch mal einen Satz zu Ihnen. Sie haben gesagt, Ihre Familie hat gesagt, mach weiter, ja, weil es geht ja nicht anders. War das auch der Eindruck oder das Grundgefühl, dass Sie manchmal als Lehrerin in der Hauptschule hatten, obwohl es schwierig ist, es muss ja einfach weitergehen? Ich mache immer weiter. Mhm. Ich mache einfach immer weiter. Ich werde wahrscheinlich oder vielleicht nach den Osterferien noch mal in den Dienst gehen. Und ich bin beseelt davon, die Leute, egal wo sie kommen, von links, von rechts, ob Nordafrika, was weiß ich was, anzusprechen und mitzunehmen und nicht hochmütig zu sagen, du bist ein Schmuddelkind und mit dir habe ich nichts zu tun oder du bist ein Verbrecher und dann bist du für alle Zeiten da stigmatisiert. Das möchte ich bitte nicht. Und deshalb lassen Sie uns doch kurz in die Schule schauen. Mit welchen Problemen haben Sie da als Hauptschullehrerin zu kämpfen? Also, ich hatte eingangs erwähnt, ich hatte himmlische Zustände, als ich angefangen habe. Ich war begeistert, ich bin es auch jetzt noch. Das war in einem Schulsystem, ich will jetzt nicht die Hauptschule als die Schule hinstellen, die ist out, die ist kaputt, kann man nicht mehr wiederbeleben, obwohl es gut täte, sie wiederzubeleben jetzt mit den Asylanten. Diese Schule, die Wissen vermittelt hat und diese Schule, die Erziehung oder Erziehen wollen angenommen hat. Meine Examensarbeit war Erziehung, Aufgabe der Schule und ich habe das ernst genommen. Und wir hatten die Möglichkeit, die Schüler in Gruppierungen zu haben. Da war ich sozusagen die Mutter, eine etwas strenge Mutter. Aber ich habe Regeln aufgestellt. Mein Wort war, wenn das schon mal härter war, weil ich, wenn ich vorbereitet war, ich habe mir nichts gefallen lassen. Ne, dann musste das für alle sein, dann konnte ich mich auch nicht stören lassen. Ich habe denen erzählt und das kam an. Schimpfen ist Liebe. Ich habe gesagt, wenn ich aufhöre, hier zu schimpfen, seid ihr mir egal und dann ist hier Holland in Not. Und das haben die akzeptiert und haben die erkannt. Und wenn wir hingingen, wirklich, das kann man natürlich nicht in der Masse machen. Und wir gingen hin und würden diese Wärme, ich sag's mal so, Wärme verbreiten, die Leute aufnehmen, mit denen reden, sich mühen. Wir würden was erreichen. Nämlich diese Respektlosigkeit. Ganz genau. Ganz genau so. Diese Respektlosigkeit, die ruiniert unser Land. Ja. Da wird der Finger gezeigt. Entschuldigung, Frau Speitel, Sie dürfen gleich. Aber wenn ein Lehrer mal ans Reden kommt, dann hört er nicht mehr auf. Ja, ne? Dann lassen Sie Frau Speitel reingehen. Genau. Ja, Frau Speitel? Frau Speitel, ich wollte Ihnen eigentlich nur beipflichten, weil als ich Horizont gegründet habe vor fast 20 Jahren, war das genau mein Ansatz, dass ich gesagt habe, wir haben so viele, eine Kulti-Multi-Gesellschaft, die da bei uns geht. Klar, bei uns war die Obdachlosigkeit der Hauptgrund, warum ich Horizont gegründet habe. Aber die kam ja aus allen Herren Ländern. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig gewesen von Anfang an, dass du erst einmal sie angenommen hast mit ihren ganzen Nichtmöglichkeiten und gesagt hast, so, jetzt gucken wir mal in dich hinein und schauen mal, was kannst du, was können wir bei dir fördern. Und dass man da auch eine Form von Erziehung ansetzt, das haben wir eben auch gemacht und haben wunderbare Ergebnisse gehabt, nämlich zu Menschen, die wieder ein Selbstwertgefühl entwickeln. Genau das. Und ich glaube, dieses Selbstwertgefühl von Menschen ist so verloren gegangen. Ich bin sofort fertig. Nee, Sie sind dabei, das ist nein, muss raus. Weil mangelndes Selbstwertgefühl schafft Aggression. Richtig. Und diese Aggression ist genau ein weit verbreitete Sache weltweit. Und wir müssen Selbstwertgefühle aufbauen. Wir müssen mit den Menschen, egal welcher Rasse, egal welcher Herkunft, egal welcher Bildung, wir müssen ihnen die Chance geben, diese kleinen Ressourcen, die sie in sich haben, zu fördern. Dann werden sie auch zu tollen Menschen. Also ich höre ganz viel Chancen geben, erkennen, Dialog. Herr Cornelius Bundschuh, wo endet denn Ihre Toleranz? Also ich denke, die Toleranz endet da, wo Menschen diskriminiert werden, wo Respekt ihnen nicht gewährt wird, wo Flüchtlinge also sozusagen
in einer Weise beschimpft werden, wie Sie das gerade beschrieben haben, oder wo eben eingegriffen wird. Also wir haben ja auch versucht, immer wieder dann da, wo etwa auf Angriffe auf Flüchtlingsheime erfolgen, hinzugehen und da zu stehen und zu zeigen, das akzeptieren wir nicht. Also ich glaube, da gibt es eine ganz klare Linie. Das ist sozusagen die eine wichtige Seite, glaube ich, da klar zu sein. Also abgrenzen. Wir haben bei Legida wurde zum Beispiel dazu aufgefordert, so wörtlich, die volksverratenden, volksverhetzenden Eliten aus den Parlamenten, aus den Gerichten, aus den Kirchen und aus den Pressehäusern zu prügeln. Wie sollte denn der Staat und den Bürgern mit denen umgehen, die so etwas von sich geben? Na, das Wichtige ist, glaube ich, deswegen meine ich rechtsstaatlich. Also das ist ja sozusagen, Sie haben ja vorhin selber das gesagt, das ist genau der Punkt. Bei uns ist es, die Menschen sagen das, aber wir dürfen uns nicht auf dieselbe Ebene begeben. Aber wir dürfen nicht sozusagen jetzt selber anfangen rumzuschreien oder sonst was, sondern wir müssen sozusagen sagen, das geht nicht bei uns. Also klar abgrenzen, klar auf jeden Fall. Ja, klar Stellung nehmen, klar sich zeigen. Und da, wo es dann eben, sag ich mal, in einer Weise kriminell wird, eben indem es Menschen Gewalt antut, da dann auch deutlich natürlich. Aber heißt das mit denen, die sowas sagen oder die Herrn Merbitz als Volksverräter bezeichnen oder auch Politiker, mit denen möchten Sie nicht mehr ins Gespräch kommen? Also wo ist die Balance zwischen Abgrenzung und Dialog bei Ihnen? Die Balance ist, glaube ich, nur in jeder konkreten Situation zu schaffen. Also das heißt, die Frage ist, wie komme ich mit diesen Menschen überhaupt in Kontakt? Also ich finde an der Stelle nochmal, ich habe es ja vorhin schon versucht zu sagen, wir müssen überlegen, unter welchen Bedingungen gedeiht was? Gedeiht der Hass oder gedeiht der Respekt? Mhm. Und ich fand ja Ihren Einwurf vorhin auf meine, wie Sie fanden, moralische Rede. Ich will da nochmal sagen, also wir haben ja eine Doppelbotschaft in unserer Gesellschaft. Wir bringen unseren Kindern ja nicht nur in der Schule Respekt und Erziehung bei, sozusagen, sondern wir bringen ihnen auch bei, ihr müsst euch durchsetzen. Ja, und sozusagen das Programm, was Sie jetzt uns vorgestellt haben, was bei der AfD da kommt, ist ja nicht nur das Programm der AfD. Ja, sondern wir bringen ja sozusagen auch bei, nur wer sich selber durchsetzen kann und so. Ja, der hat auch eine echte Chance in unserer Gesellschaft. Diese Botschaft gibt es ja auch dauernd. Diese sozusagen Ellenbogengesellschaft, die Ellenbogenbotschaft, die gibt es schon. Ich dachte, wir sollten vielleicht auch ganz konstruktiv mal was machen. Also die Netzwerke und das alles hochachtens und lobenswert. Aber es muss in der Gesellschaft was passieren. Und da versagt die Presse, nicht Sie? Warum kann man nicht die... Sie, aber nicht grundsätzlich. Warum diese ehemals diffamierten, vermeintlichen Sekundärtugenden? Warum kann man nicht über die schreiben, ohne dass man als Spießer oder was weiß ich was betrachtet wird? Warum wird nicht in irgendeiner Weise, Journalisten müssen das können, ich kann das jetzt nicht aus der Lameng, warum wird nicht gefordert, dass man wieder respektvoll miteinander umgeht, dass man miteinander freundlich ist, dass man einfach ein gutes Benehmen an den Tag legt? Da wird sich ja kaputt gelacht drüber, wenn man das anmahnt. Broll ist toll, das können Leute sagen, die selbst die Regeln alle kennen und die das alles machen, aber die geben anderen eine Botschaft, die das eben nicht so können. Ja. Wir können machen, was wir wollen. Die Presse ist gefragt. Herr Grill? Entschuldigung, das stimmt doch empirisch gar nicht. Es stimmt doch gar nicht, dass irgendwie in der Presse steht, Broll ist toll. In der Presse, in den Kommentaren, in den Leitartikeln steht genau das, was wir jetzt hier besprochen haben. Zivilgesellschaft stärken, Mitte der Gesellschaft stärken, die Position des Bischofs. Alles das findet sich in Kommentaren in der Presse, in der Qualitätspresse zumindest. Ja. Und es ist ja, da hat sich ja die Öffentlichkeit auch geändert. Es gibt ja sozusagen einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, nämlich das ist sehr anarchisch geworden. Ja? Es steht ja ein Gerücht aus dem Internet, hat quasi die gleiche in der Verbreitung die gleiche Qualität wie jetzt ein sauber recherchierter Artikel. Ja? Es ist ja sozusagen, die Leute beziehen ja ihre Informationen aus ganz verschiedenartigen Quellen und es gibt gar keine Qualitätsunterscheidung mehr. Sie kriegen in ihrer Facebook-Nachrichten kriegen sie alles. Da wissen sie nicht, stimmt es nicht, ist es sozusagen. Und es gibt ja gerade im Zusammenhang mit Flüchtlingen eine wahnsinnige Verbreitung von wirklich Falschmeldungen. Also gerade so Horrormeldungen aus diesem AfD-Pegida-Umfeld, die sagen, dort ist wieder was passiert, dort ist wieder was passiert. Wenn man das nachrecherchiert, stimmt das alles gar nicht. Das heißt, das hat aber so einen selbstbestätigenden Effekt und die Leute kommen ja gar nicht mehr ins Gespräch mit anderen. Das ist sozusagen eine Konsequenz auch dieser sozialen Medien oder eine Folge dieser sozialen Medien. Wenn wir bei diesen Tendenzen darf bleiben, ich mal es gab ja seit der versuchen, eine gute Nachricht zu bringen. Mhm. Ich übernehme Ihre Aufgabe. 75% haben anders gewählt. Und es
ist so viel Aktivität in der Bevölkerung vorhanden an Flüchtlingsbetreuung, die überwiegen wahrscheinlich zahlenmäßig der regelmäßigen Demonstranten. Und was mich immer enorm tröstet, ist, ich habe, wenn man ein bisschen älter wird, hat man Gott sei Dank ein paar Wellen erlebt. Die Einwanderungswelle und Flüchtlingswelle aus Eritrea in den 80er Jahren, das waren 500.000 Menschen, die sind voll integriert. Krankenhaussysteme in Süddeutschland funktionieren teilweise zu 10% nur mit diesen Mitarbeitern. Wir haben 2,5 Millionen Russlanddeutsche integriert in den 90er Jahren. Da und reden wir gar nicht. Ja, eine Riesensuche. Klar. Und wir müssen uns auf die Stärke, glaube ich, auch besinnen und sagen, lasst uns unseren Aufgabe tun, lasst nicht zu sehr aufs Negative nur gucken. Ich bin jetzt kein Schönmaler, ich kriege genug Ärger. Wir wollen beides sehen heute. Aber ich will das auch sehen, dass wir uns nicht nur mit dem Negativen da beschäftigen. Und einen Trost habe ich auch noch aus meiner Geschichte. Die meisten pointiert radikalen, programmlosen Ansätze, populistische Ansätze, haben sich in der Bundesrepublik zwischenzeitlich dann immer wieder totgelaufen. Ich bin so gespannt, wie 25% Parlamentarier in Sachsen-Anhalt, das sind sicher Menschen drunter, die jetzt nicht harte parlamentarische Arbeit unbedingt durchsetzen wollen. Wir werden vieles erleben und es wird auch demaskierend sein, nicht nur die Programmatik, auch die inhaltliche politische Arbeit, und dass wir einfach unser Staatssystem, unsere Demokratie für stark genug sehen, dass sie das aushält. Frankreich lebt mit 20% Populismus schon sehr, sehr lange. Also wir Deutsche sind auch ein bisschen sehr instabil, obwohl wir stolz sein können. Es ist die Vergangenheit. Aber ich glaube, die Bundesrepublik ist so stabil, bis die Weimarer Republik nie gewesen ist. Sie haben gesagt, wir wollen auch das Positive sehen. Wir reden heute über Verrohung. Da ist es klar, dass wir natürlich über darüber reden, wie Sie das alltäglich erfahren. Auch die Gründe. Aber Sie haben ja auch recht. Wir wollen auch die große Anzahl der Leute sehen, die sich engagieren. Man hat ja auch den Eindruck, dass es sehr, sehr viele sind, vielleicht sogar mehr als jemals zuvor. Leute, die auch was tun. Und eine davon sind Sie, Frau Speidel. Seit 19 Jahren engagieren Sie sich, ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Sie haben gesagt, so ungefähr 20 für diesen Verein Horizonte. Horizont. Der Grundgedanke war ja, dass sie obdachlosen Müttern und Kindern ein Zuhause geben in einem Haus für 18 Monate und dass sie dort wieder so aufgebaut werden, dass sie selbst bestimmt wieder weitermachen können. Wie ist dieser Gedanke entstanden? Wie kam es zu diesem Engagement? Ich glaube, es war bei einem Dreh. Es ist halt einfach ein Engagement. Ich bin Mutter gewesen und hatte selber Kinder und ich weiß selber ganz genau, da ich zwar in einer Ehe war, aber mein Mann immer 600 Kilometer entfernt gearbeitet hat, wie stark du sein musst als Frau, um deine Kinder wirklich zu guten Menschen in dieser Gesellschaft zu erziehen, musst du selber unglaublich mit viel Einsatz bringen. Und ich habe einfach durch Zufall das gesehen, dass es ganz viele obdachlose Frauen gibt mit Kindern, die eben in grauenhaften Lebensumständen leben mussten. Aber was mir wahnsinnig wichtig war, ist erstmal zu hinterfragen, warum sind die überhaupt in so einer Situation? Es war fast immer Gewalt. Bei 98%. Ja, was haben Sie da erlebt? Genau, erzählen. Ich habe es Gott sei Dank, ich habe es zwar auch mal erlebt, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Aber ich habe 98% da, am Anfang war das der Hauptgrund. Bei 98% der Frauen stand einfach Gewalt in der Familie im Hintergrund, und zwar in langen, langen, langen Generationen. Und lustigerweise oder traurigerweise war es nicht so, dass das alles nur Menschen mit migrantischem Hintergrund waren, sondern auch Deutsche. Also auch aus unserer Gesellschaft. Und wir hatten ganz am Anfang eine riesengroße Mischgesellschaft in unserem Haus, wo wirklich aus allen Herren Ländern die Frauen kamen. Aber wenn dann noch Flucht dazu kommt, wenn dann noch, wir haben zum Beispiel eine Mutter gehabt, die hat mit ihren Kindern zugeguckt, wie der Mann gesteinigt wird, die aus einem Kriegsgebiet geflohen ist. Ich meine, was da für Elend in einem Menschen drin ist, und wir reden jetzt von Frauen, die das vor 15 Jahren erlebt haben. Und jetzt haben wir Menschen an diesen ganzen Grenzen, die haben das
nicht nur einmal gesehen, die haben das x-mal gesehen. Die waren dabei, als ihre ganzen Verwandten erschossen wurden oder abtransportiert wurden. Und wir reden darüber, die an der Grenze jetzt auch noch praktisch dem Tode zu weinen, da in Idomeni. Also das ist in diesen Zuständen, da ist jetzt, stimmt es, ich weiß nicht, ich glaube, die Cholera ausgebrochen bei irgendeinem, haben Sie Cholera festgestellt? Also ich meine, was, das gibt's doch gar nicht. Das ist, was mich interessieren würde, wenn diese Frauen dann zu Ihnen gekommen sind, mit den Gewalterfahrungen, mit all dem im Kopf und im Herz und in der Seele, was Sie beschrieben haben, was haben Sie dann gemacht, um sie aufzufangen? Was konnten Sie dann tun? Wir sind ihnen mit Liebe entgegengetreten und mit Respekt. Wir haben uns angehört oder wir hören uns an. Was sind deine Nöte? Was hast du erlebt? Und wir nehmen sie auf und versuchen in dieser Gesellschaft in München für sie einen Weg zu finden. Das sind oftmals am Anfang lauter Behördengänge oder es sind Gänge zum Arzt oder es sind Gänge mit einem Rechtsanwalt, um eine Scheidung einzureichen oder was auch immer. Aber wir begegnen ihnen mit Respekt. Und das Schöne ist, was daraus für tolle Menschen werden. Wir haben was ist dann genau? Wann sehen Sie, dass es funktioniert? Was gibt's also wir haben ja diese sogenannte 18-Monate-Aufnahme, was aber völliger Quatsch ist, sondern der wurde uns einfach in diesem Fall vom Wohnungsamt einfach auferlegt, dass wir nicht länger als 18 Monate betreuen können. Das stimmt aber nicht. Mittlerweile haben wir Frauen, die haben 3, 4 Jahre bei uns gewohnt mit ihren Kindern. Wir haben Kinder, die haben ihr Abitur gemacht. Die kamen aus einem Land, wo sie, als sie hier ankamen, kein einziges Wort Deutsch gesprochen haben. Wir haben ganz tolle Integrationsgeschichten. Wir haben wirklich ganz viele Familien, die in der heutigen Gesellschaft als steuerzahlender Mensch arbeiten und leben. Und es ist großartig, was man alles auch hier in Deutschland machen kann mit Migranten. Das sind doch Menschen. Wir sprechen ja in diesen Zeiten oft von gehört werden. Ist der Journalismus so ausgerichtet, dass man auch diese Geschichten gehört? Oder sind wir doch zu sehr auf das laute, schrille, grenzüberschreitende, sind wir zu sehr darauf fixiert? Also ich würde sagen, solche Geschichten noch eher wie die Probleme sehr vieler Leute im in der unteren Hälfte der Gesellschaft. Also ich glaube, das ist auch das, was ich vorher für die Politik beschrieben habe, dass viele Menschen sich nicht mehr wiederfinden in der Politik, dass sie den Eindruck haben, die Politiker bereden nicht diese Dinge, die wirklich in ihrem Leben relevant also sind. Also mit Wohnungen. Wohnungen zum Beispiel, Arbeits. Ich meine, wir haben zum Beispiel eine sehr schöne Arbeitslosenstatistik, eine sehr niedrige Arbeitslosenstatistik. Aber de facto haben wir natürlich einen enorm hohen prekären Arbeitsmarkt, ja, also mit Minijobs, das natürlich die Situation sehr beschönigt, ja. Also und wenn sich zum Beispiel Politiker irgendwie immer hinstellen und sagen, boah, alles läuft gut in Deutschland, super Wirtschaftswachstum und viele Leute haben seit Jahren sozusagen keine Lohnzuwächse mehr bekommen, haben sozusagen de facto immer weniger, die Miete wird aber immer höher, dann fühlen die Leute sich nicht repräsentiert von der Politik. Und das gilt natürlich ein Stück weit auch, würde ich sagen, für die Medien. Also alles, was mit dem Thema Lügenpresse zu tun hat, ist wirklich Unsinn. Es gibt keine Steuerung des Kanzleramts, wie Journalisten zu schreiben. Erleben Sie den Vorwurf im Alltag, Lügenpresse? Also ehrlich gesagt, das sind so wenige Leute. Also ich meine, das klicke ich auch weg. Also mit sowas lohnt es sich irgendwie, sich nicht auseinanderzusetzen. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, man soll Aluhüte tragen gegen die Kondensstreifen von Flugzeugen. Ja? Also ich meine, ich muss mich nicht mit jeder Verschwörungstheorie irgendwie ernsthaft auseinandersetzen. Ja? Aber ich würde schon sagen, die Medien reagieren oder haben, glaube ich, nicht genügend den Blick auf die Sorgen und die Nöte der Menschen in der unteren 50% der Gesellschaft gehabt. Und insofern kann ich das verstehen, dass die Leute auch sich enttäuscht fühlen von Medien zum Teil. Ist diese Ablehnung, die Ablehnung von Politikern, die Ablehnung von Journalisten, folgt ihr nicht dem gleichen Gefühl oder dem gleichen Motiv, wie Sie auch beschreiben? Ihr seid das System. Ja. Ihr seid die da oben, ihr habt mich nicht gehört. Wir wollen deswegen mit euch einfach nichts zu tun haben. Also ist das so, der Spiegel hat vor einem Monat ungefähr eine Vertrauensfrage gestellt, haben die es genannt. Die haben sozusagen ihre Leser gefragt, was stört euch eigentlich an uns? Was stört euch an Journalisten? Und sehr viel war schon im Prinzip so das Feedback, ihr und die Politiker, ihr seid so eine elitäre Schicht, ja? Also ihr gehört zusammen irgendwie, ja? Und es gibt schon, glaube ich, im Journalismus zu wenig Distanz. Zu wenig Distanz zur Politik,
zu Eliten wie den Kirchen, zu Eliten im Medizinbusiness und sowas, ja, auch zur Polizei. Ich finde, es tut Journalisten sehr gut, Distanz zu halten und kritisch zu berichten und auch nicht so wahrgenommen zu werden von der Bevölkerung. Man steckt im Prinzip mit denen unter einer Decke. Aber auf der anderen Seite richtet sich ja bei manchem Rechtspopulisten, wie auch immer man dann die Grenze zieht zwischen rechtspopulistisch und rechtsradikal, ist wieder eine andere Diskussion. Aber es gipfelt ja immer in eine oder häufig in eine Systemkritik. Das kann ja heißen Lügenpresse, Lügenpolitik, dann sind es aber auch die Lügenkirchen. Also es ist ja die gesamte etablierte Gesellschaft, die Zivilgesellschaft oft, gegen die man sich wehrt. Oder sehen Sie das anders? Ich glaube, es sind die Wortführer. Also ich meine, ich glaube, ich würde schon unterscheiden zwischen den Wortführern dieser Bewegung, die das natürlich, diese Stimmung gezielt ausnutzen, auch gezielt anheizen. Also Leute, die bei Pegida sprechen, Leute, auch AfD-Politiker. Das heißt aber nicht, glaube ich, dass... Und die treffen einen Nerv, aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel die Basis, die Wählerschicht, dem 100% zustimmt. Also da sehe ich schon noch einen Unterschied. Ja. Also das Problem Lügenpresse. Ich sage mal, ich mag diesen Begriff nicht, er ist aber nicht strafrechtlich verfolgbar. Das haben wir auch schon geprüft. Es ist schon, wenn Journalisten angegriffen werden, glaube ich, ist das Maß völlig überschritten. Wenn Journalisten heute teilweise schon mit Sturzhelm kommen, weil Steine durch die Gegend fliegen oder weil sie angegriffen werden, dann muss ich sagen, irgendwo ist an der Stelle auch Schluss. Ja. Und der plakative Begriff Lügenpresse, es wurde richtig gesagt, wir können alles als Lügner bezeichnen. Ne? Und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, ja, wenn die das von auf der Bühne sagen, ob das Bachmann ist, Festerling, bei Pegida und dergleichen, dann muss man aber, das sind vielleicht zwei, in dem Fall zwei, die sagen, muss man aber auch als Gesellschaft, als normaler Mensch, ich sage nur als ganz normaler Mensch, auch darauf reagieren. Und wenn man mal mit einem Zeitungsartikel nicht zufrieden ist, zum Beispiel, ich bin sicherlich, was Sie so gesagt haben, mit Ihnen nicht zufrieden, wenn Sie über das recherchieren, weil der Grundwissen dazu gehört, polizeiliches. Aber deswegen kann ich das nicht sagen. Da muss ich mich mit Ihnen auseinandersetzen und muss sagen, was auf, ich habe folgende Aspekte nicht beachtet oder dergleichen. Aber dieses, was wir verlernt haben, wir schreien nach draußen. Wir schreien, aber das Gespräch mal zu suchen und einfach mal, ich habe das auch mit Leuten gemacht, kommt in zwei, drei ältere Herren von Legida, Ableger von Pegida, kommt zu mir und sagt, Mensch, vernünftige Leute in dem Alter, ja, keine Sorgen, Herr Merbitz, wir sind auch bei Legida, also, was wollen Sie jetzt von mir? Ja, ich sage, wie kann man sich das anhören dort? Das sagt, Herr Merbitz, also, das können Sie sich wirklich nicht anhören, was die dort da rumbrüllen, das ist menschenverachtend. Sag, gut, haben wir schon einen Schritt erreicht. Und warum gehen Sie jetzt hin? Da habe ich dort, ich falle vom Glauben ab. Wir sind vom Volksentscheid. Und ich sage, und das entscheidet sich auf so einem Platz. Ich sage, Alter, muss man doch andere Möglichkeiten, die politische Auseinandersetzung, die wird aber auch zu wenig geführt. Wir reden über AfD, wir reden über diese und jene. Im stillen Kämmerlein da, Spinner, Idiot. Nein, nein, wenn ich was zu sagen habe, kann ich heute nicht so tun. Beim Stammtisch, naja, also diese Ausländer, der Wohlstand, das ist alles gefährlich. Dann haben wir alle auf einmal als Kriminelle da und so. Und dann, eigentlich müssten die raus. Ja, und so, ich sag, hey, jetzt wollen wir es mal vernünftig drüber unterhalten. Und dann plötzlich, ja, da hast du aber auch recht. Wie sehr geht das bei Ihnen ins Private? Wurde Ihnen schon die Freundschaft gekündigt, weil Sie die Position so vertreten, wie es anderen nicht gefällt? Ja, klar. Haben Sie auch Freundschaften gekündigt? Ja, ich habe Freundschaften gekündigt. Das war für mich, ich sage, wo bin ich jetzt hier? Bei den Einsatz, ich bin bei jedem Einsatz von Legida mit dabei. Und plötzlich zwei, sagen wir, die ich gut kenne. Ich sage, ey, was ist mit euch los? Na, wir wollen uns das mal anhören bei Legida. Ja, ja, alle, die hierher kommen, wollen sich das nur mal anhören. Und wenn es dann nach Hause geht, recht haben sie, wenn sie über die Politiker schimpfen und die über die alle. Ich sage, hör zu, Freunde. Wir können doch zusammen Bier trinken, aber ihr verschwindet hier. Ich sage, sonst nichts. Ich sage, wir können so vernünftig in der Gaststätte oder irgendwo unterhalten darüber. Aber hier, jetzt hier bleiben, da nee, akzeptiere ich nicht. Da haben sie rumgedreht, haben dann gesagt, fand ich gut, musst du ein bisschen schmunzeln. Ja, weißt du, da hast du eigentlich recht und sind sie wieder gegangen. Das war jetzt ein Momentaffekt, der nicht auf die Masse zählt. An dem Beispiel, Herr Cornelius Bundschuh, ist das jetzt konsequent zu sagen, Mensch, da hat einer die Position... Dann kündige ich denen die Freundschaft oder sagen Sie, das ist ein Fehler, auch da muss Dialog. Wieder er hat Abgrenzung. Er hat ja einen Dialog geführt. Ich meine, das hat er in versucht. Dem Fall, er hat sozusagen den Dialog versucht und nochmal versucht, denen deutlich zu machen, was sie da eigentlich tun. Also von daher finde ich das sehr konsequent, ja. Ich finde nochmal schwierig an der Debatte,
Debatte, oder ich würde gerne noch mal, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben meine Position da versucht zu bringen. Ich will einfach noch mal deutlich machen, wenn wir vor Ort versuchen, an der Stelle ins Gespräch zu kommen und vor Ort Akzente zu setzen. Ich habe vorhin erzählt, es ist ein ganz breit einfach gelungen, Unterstützerkreise für die Flüchtlinge zu finden. Ich glaube nur, es ist wichtig, dass diese Unterstützerkreise eine breit in die Bevölkerung hineinkommen und in die Gesellschaft hineinkommen. Die Verknüpfung mit Schule zum Beispiel. Wir haben Initiativen, die haben dann in den Schulen versucht, Kontakte herzustellen, die Flüchtlingskinder mit in die Schulen zu nehmen. Dann haben man eben in der Schule zum Beispiel überlegt hier, was können wir als Kinder eigentlich tun? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, weil es darum geht, tatsächlich die Menschen zu ermutigen, handlungsfähig wieder sich selbst, als handlungsfähig zu erleben, etwas tun zu können. Und dann haben die Kinder gesagt, naja, das Wichtigste wäre doch, dass wir unsere alten Schulranzen rauspacken, die mit Mäppchen füllen und mit Stiften füllen und dann schenken wir die mal den Flüchtlingskindern. Also sozusagen tatsächlich einen Impuls zu setzen, was können wir konkret tun? So sind, glaube ich, an ganz vielen Orten diese Café International und so weiter entstanden. Und aus meiner Sicht ist das der erste und wichtige Impuls, an der Basis einfach konkret anzufangen, Schritte zu tun, die dann dazu helfen, ins Gespräch zu kommen, Dialog zu ermöglichen und daraus sozusagen Respekt aufzubauen, Erziehung zu machen und so weiter. Also ich glaube, das ist das, wo wir gefordert sind. Das ist das, wo wir konkret was tun können. Bleiben wir doch. Aber eine westdeutsche Sicht, glaube ich. Also ich glaube, in Westdeutschland funktioniert es mehr als in Ostdeutschland. Glaube ich, in Ostdeutschland sind die Mehrheitsverhältnisse inzwischen anders. Also ich meine, ich habe heute Geschichten gelesen, sozusagen, wenn die NPD sich irgendwo trifft in Kleinstädten, dann sind halt, waren da zum Beispiel ein Beispiel in der Stadt, wo ich gelesen habe, 4.300 Leute, dann versucht der Bürgermeister eine Gegenbewegung zu organisieren, da kommt ein Zehntel vielleicht sogar. Das ist im Osten ist es, glaube ich, schon entspricht ein bisschen das? Anders als da sollten Sie beide jetzt was zu sagen. Erst Herr Merwitz, dann Herr Ehninger, nach Ihrer Erfahrung. Also mir ist in letzter Zeit keine NPD-Veranstaltung bekannt, wo 4.300 war. Jetzt habe ich immer, ich hab immer ein Problem, wo ich versucht habe, das wollte ich nie hochkommen lassen. Ja. Weil ich sage, ja, ich komme aus der DDR und habe immer gesagt, wie froh ich mich eigentlich fühle, dass ich heute überall hinfahren kann, ob die Frauenkirche in Dresden steht, der Hafen in Hamburg, es gehört alles uns. Und jetzt dann immer im Osten, ist er, glauben Sie mir bitte eins, was wir unternehmen, es macht keinen Sinn, ein Land oder irgendetwas zu stigmatisieren. Bitte dahinter schauen. Und wie viel der Begriff in Anführung, einfache Leute, genau diese Initiativen, die hier beschrieben werden, die da, hier, lebendes Beispiel, ja, wie die auch betrieben werden. Wir arbeiten ganz massiv auch mit den Flüchtlingen. Wir wehren uns auch gegen Rechtsextreme. Wir akzeptieren das nicht. Und wissen Sie, ich habe mal so einen geflügelten Spruch gesagt, was kannst du als Polizei noch richtig machen? Der eine sagt, die Polizei ist auf dem rechten Auge blind. Die anderen sagen, der ist auf dem linken Auge blind. Ich habe mal eine Antwort drauf. Ein Polizeibeamter müssen regelmäßig zum Sehtest gehen. Und dort wird nachgewiesen, ja, wir sehen noch beiden Augen. Ja? Und da kann sich jeder verlassen. Herr Ehninger, das kam ja jetzt gerade rüber. Sie wollen diese alte Ost-West-Thematik nicht wieder haben. Sie leben jetzt seit 22 Jahren in Dresden. Ist die für Sie präsent? Gelten Sie da immer noch als der Zugezogene aus dem Westen? Oder ist das durch, das Thema? Es ist sicher nicht durch und es sind Wunden schon wieder aufgebrochen, denke ich. Und dieses Thema spielt schon eine Rolle wieder stärker. Sind die privilegiert, sind die nicht privilegiert, haben die Vorteile. Aber ich will diesen Argumenten nicht zu sehr das Gewicht geben. Ich habe Herrn Grill widersprochen, weil wir dürfen nicht sagen, im Westen läuft alles viel besser als im Osten. Ich erinnere, Baden-Württemberg hat auch 15% AfD, um es mal daran. Das war für mich ein kleiner Schock, aber 68 war NPD schon 10% und ist auch wieder weg gewesen. Ich will damit sagen, hier ist eine stärkere politische Präsenz, die sich artikuliert. Da würde ich den Kritik schon in den östlichen Bundesländern dieses Lavieren, Wähler mitnehmen, Wähler mitgewinnen, den rechten Rand mit abzufischen. Deshalb habe ich vorher auch Herrn Kupfer genannt. Wir haben da wirklich Negativbeispiele. Aber die bürgerliche Gesellschaft, die hat natürlich nicht die lange demokratische Tradition,
Das Ehrenamt zieht sich durch Ihr Leben. Sie haben schon in den 80ern zusammen mit Ihrer Frau eine Familie aus Eritrea aufgenommen und haben dafür gesorgt, dass Sie auch integriert sind in die Gesellschaft. Sie waren auch in den Jahren danach immer wieder für Menschen in Not da, haben dann in einer Situation in Dresden einen Verein gegründet, Dresden Place to Be. Im Original, von der Originalidee sollte der für junge Wissenschaftler da sein, den Sie bei der Integration helfen wollen, Paten zur Seite stellen wollten. Wann war der Zeitpunkt gekommen, dass Sie gemerkt haben, diesen Verein müssen wir jetzt anders definieren, den müssen wir anders leben? Wir hatten eine klassische Erfahrung in dem Verein gehabt, die viele von unseren Gästen wahrscheinlich auch haben, dass man in der theoretischen Auseinandersetzung, man müsste, man sollte, warum tut nicht einer, dass wir dann begriffen haben, eigentlich ist es die Herausforderung an uns selbst, aktiv zu werden, wo wir dann gelernt haben, dass wir durchaus auch 25.000 Menschen zu einer Toleranz, offen und bunten Stadt einladen können. Das wird medial dann weniger begleitet, auch öffentlich-rechtlich. War eine gewisse Angst da gewesen, weil das ein klares Statement auch gewesen Sie haben ist. Herbert Grönemeyer eingeladen, viele andere Bands, muss man dazu sagen, zu diesem Konzert. Das war ja wirklich ein großes Ereignis. Sind dann 25.000 gekommen? Genau. Sind 25.000 gekommen und es waren verschiedene Nationalitäten. Mhm. Wissenschaftler haben Statements gegeben. Wir haben jetzt eine interessante Entwicklung, dass die, wir haben etwa 250 ausländische Doktoranden, dass die selber jetzt zu Betreuern werden. Das sind plötzlich unsere Sprachkünstler, die wir brauchen, die die Sprache der Flüchtlinge treffen, die die mitbetreuen. Und das ist praktisch ein Multiplikatoreffekt gewesen. Mhm. Wir haben zwar den Patenschaften gegeben, unseren Doktoranden, die aber jetzt wieder Verantwortung übernehmen. Und wir haben aktive Veranstaltungen, wo wir Patenprogramme, wo wir Familien zusammenbringen, wo wir Gastleben, Gastkultur entwickeln. Wenn Sie im Alltag unterwegs sind, dann würde mich noch interessieren, Sie haben das alles gemacht, aus positivem Engagement. Welche Reaktionen bekommen Sie darauf? Beim Friseur, beim Bäcker? Irgendwie sammle ich um mich herum mehr die positiven Leute. Also ich, wenn die Frage in die Richtung geht, ob ich gelegentlich zum Friseur gehe, richtig. ich habe da so was gespürt darin. War gar nicht so. Da gibt es auch starke Solidarisierungseffekte. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich keine Angst hat und jetzt um mein Leben, um meine Integrität nicht die Sorge hat. Und möglicherweise ist es auch eine wichtige Hilfe, durch diesen Alltag zu kommen. Die Boshaftigkeiten, die einem begegnen, die müssen natürlich auch benannt werden. Und ich hatte vorher gesagt, wir haben gute Juristen um uns. Und wir haben schon, und da sind wir fast ein bisschen besser als die Ermittlungsarbeit. Ich darf nachher kurz was dazu sagen noch, und Sie unterstützen Herrn Merbitz dabei, dass wir dort uns auch wirklich aktiv zur Wehr setzen. Wir haben dieses Flüchtlingsthema stark beleuchtet, aber das Thema unsere Freiheit und öffentliche Sicherheit hängt ja sehr stark ab vom funktionierenden System, öffentliche Ordnung auch wahrzuhalten. Und weil das Ostthema gerade, das war, wir haben so eine starke Reduktion der Polizeipräsenz vor Ort gehabt. Und das ist ein zweites Thema, eben nicht nur Flüchtlingsthematik, sondern öffentliche Sicherheit, nicht Verfolgung oder nicht Aufklärung von Straftaten. Und ich nenne dann einen Ort nordöstlich von Dresden, wenn man Pulsnitz, wenn dort eingebrochen wird und telefoniert 110, dann kommt Görlitz, ein Callcenter, die über die Lokalität nichts wissen, Polizei kommt. Das ist wie weit entfernt, muss man dann dazu sagen, noch ungefähr? Das ist 80 Kilometer entfernt. Und wenn man keinen persönlichen Schaden hat, Verletzungen, dann wird auf den Online 110 verwiesen. Und ich will darauf hinweisen, da ist die Polizei auch ziemlich alleine gelassen. Und wir brauchen auch in den östlichen Bundesländern einen stärkeren Aufbau wieder,
weil wir diese Verfolgung der Kleinkriminalität ein erhebliches Problem ist. Und da wundert es einen, man ärgert sich über diese Kleinkriminalität, aber Bachmann ist ja ein Kleinkrimineller, ist ein Drogenhändler, Unterhaltszahler, Vermeider und Hetzer dazu. Also, dass die Leute praktisch dorthin flüchten und das kritisieren bei einem, der genau das Identische tut. Erstaunlich. Frau Kühnemund, was hatten Sie für vor einem halben Jahr oder Jahr so für ein Leben in Ihrem Heimatort? Ein sehr arbeitsreiches, sowieso. Wie kam es mit den Leuten so klar? Gut, also ich sag mal, das ist auch so ein bisschen wie bei Ihnen. Infolgedessen, dass so eine Sachen ja dann auch öffentlich werden und man sich öffentlich auch mehr engagiert und natürlich auch polarisiert. Also ist ja nicht nur diejenigen, die dann Briefe schreiben, mit denen man polarisiert, sondern auch die Leute im Alltag, die einen dann bewusster wahrnehmen. Aber es gibt auch viel positives Feedback und ich finde auch, dass Leute einen auch suchen, die eben auch Dinge ähnlich sehen und die auch froh sind, wenn man sich mal mit jemandem frei drüber unterhalten kann und sich mal reflektieren kann. Also dass man nicht immer nur versucht, mit den Leuten zu reden und sie einzubringen, sondern eben auch mal unter den Leuten, die ein bisschen auf derselben Welle sind, sich auch mal ein bisschen Mut zu machen, weil das ist echt ermürbend und kraftkostend. Erklären Sie uns doch mal, was Sie eigentlich machen. Sie haben eine Flüchtlingsinitiative gegründet, die heißt, muss ich noch mal gucken, Offenbund anders. Genau, Offenbund. Was macht diese Flüchtlingsinitiative? Wir organisieren, wie das so üblich ist eigentlich, einmal die Woche einen Kaffee, mehr schaffen wir im Moment nicht. Wir organisieren Spenden, wir nutzen unsere Kontakte in die Vereine, um die Flüchtlinge in die Vereine zu bringen. Wir unterstützen die Flüchtlingsgruppen, die keine Integrationskurse kriegen und keine Sprachkurse kriegen. Wir haben einen Sprachkurs, den Lehrerinnen am Gymnasium bei uns machen, wo natürlich auch die Flüchtlinge ins Gymnasium gehen, außerhalb der Schulzeit zu ihrem Kurs. Und das natürlich auch in die Schüler rein reflektiert und da auch eine Form von Auseinandersetzung im Gymnasium stattfindet. Und die eine letztens mir geschrieben hat, sie freut sich sehr, weil sich auch bei manchen Schülern gerade die Meinung ändert. Also das sind so diese stete Tropfen. Wir gehen in die Familien, wir helfen dem. Wir haben bei uns einen Sozialarbeiter, der hat sich um 700 Flüchtlinge zu kümmern. Und weil der noch eine ganz große Massenunterkunft betreut. Und er freut sich einfach über jeden Gang, den man mit den Flüchtlingen in den Kindergarten macht, um dort zu vermitteln, um zu übersetzen und so weiter. Also auch ganz alltägliche Sachen. Also man hört raus, Sie kriegen viel positives Feedback, auch viel Unterstützung. Ja. Da ist auch wirklich viel Mutmachendes dabei. Sie bekommen aber auch diese Drohungen. Genau. Und es gibt auch Leute, die hören auf zu reden, wenn man reinkommt. Welchen Inhalt haben denn diese Drohungen? Also die Drohungen, die wir zu Hause bekommen, beziehen sich, also wie das dann meistens scheinbar anfängt, man weiß, wo wir wohnen. Und wenn wir diesen kulturlosen Muselmanen sozusagen hier ein schönes Leben machen und sie sozusagen noch zusätzlich anlocken und unterstützen, würden wir für alles zur Rechenschaft gezogen werden, was durch diese Menschen dem deutschen Volk angetan wird. Und man fordert uns im Namen Gottes auf, diese Dinge zu unterlassen. Oder es gibt auch noch einen Brief, der endet mit Auge um Auge. Genau, das war Zahn der letzte. Um Zahn. Verstecken Sie sich dann bitte nicht. Wir werden Sie finden und stellen und es wird keine Gnade geben. Mhm. Wie ist das, wenn man so einen Brief aufmacht? Schlimm. Also sag mal, es kennen ja ganz viele. Mhm. Ich sage mal, ich trenne immer noch, auch wenn man das vielleicht nicht kann, ich trenne immer noch das, was in den sozialen Netzwerken stattfindet, von dem, was mir persönlich im Briefkasten landet, weil sich das auch noch mal haptisch ganz anders anfühlt. Besonders wenn es auch mal nicht mit der Post kommt, sondern eingeworfen wird oder eben man morgens das Haus verlässt und es klebt ein Bürgerbewegung pro Deutschland Aufkleber am Auto, wo man sagt, okay, heute Nacht hat hier mal jemand vorbeigeschaut. Weil es ganz nah ist, ne? Wie ist das, wenn Sie das dann so ganz jetzt privat heute an den Briefkasten gehen, ist das schon wieder so ein Ding, oh Mensch. Ja, ja, das ist eigentlich immer jetzt. Und abends liegen Sie manchmal wach und hören so? Sind Sie einfach wachsamer als früher? Ja. Ja, also ich meine, ich wohne am Ortsrand, zum Glück im Zentrum des Ortsrands. Mhm. Und aber das ist ja das, was mich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, was mich auch
wahnsinnig ärgert über mich selber, weil man gibt ja damit Leuten Macht über einen, mit denen man eigentlich weder einer Meinung ist oder die einen auch nicht dazu bringen sollen, was an der Meinung zu ändern. Weil ich finde, ich habe das ein paar Mal überlegt und wir haben das zu Hause ein paar Mal überlegt, ich mehr als mein Mann. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich damit jetzt aufhöre, erstens habe ich so viele positive Menschen jetzt kennengelernt in der Initiative, weil das so viele sind aus ganz verschiedenen Einflüssen. Wir haben auch so Leute dabei, da war eine dabei, die kam zum ersten Mal zu einem Treffen und sagt, naja, ich bin eigentlich total skeptisch und ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit Ausländern und wer weiß. Aber meine Tochter hat gesagt, und jetzt bin ich mal mitgekommen. So. Diejenige, die eigentlich eine der skeptischsten dieser Gruppe war, ist diejenige, die jetzt bei jedem Kaffee am Donnerstagabend vorne wegrennt, die Kuchen backt und eigentlich 10 Minuten nicht zu ihrer Küche durchkommt, weil ihr alle um den Hals fallen und weil sie sich ihr Leben ohne das irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und ich finde, das sind so diese, hört sich pathetisch an, aber das sind so diese menschlichen Sachen auf beiden Seiten, die da auch viele Menschen voranbringen, wo ich auch denke, was ich auch viele selbst verbieten, einfach mal das zu versuchen, weil ich sage, ich habe doch hier auch nicht nur Freunde gehabt, aber es gibt doch immer Menschen, die mich positiv bereichern und genauso werden das doch die anderen sein. Ja? Frau Speidel, wenn Sie das so hören, Herr Ehninger engagiert sich gut, fühlt sich geschützt. Sie sind ja schon diesen Drohungen auch ausgesetzt mit Ängsten beim Schlafengehen und so weiter. Wenn man auf Engagement solche bedrohlichen Reaktionen bekommt, kann das nicht in vielen auch einfach auslösen, dass sie sich dann wegducken, dass sie sich nicht mehr trauen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also ich bin der Meinung, dass es ganz viel auf einen selber ankommt, auf die eigene Haltung. Wenn ich helfen will und wenn ich etwas sehe, eine Not sehe, dann setze ich mich dafür ein, wenn ich so ein Mensch bin. Ich bin so ein Mensch. Sie sind so ein Mensch und Sie auch. Und wir, glaube ich, sind hier in einer guten Runde. Wir lassen uns von solchen Dingen nicht unterkriegen. Weil ich auch ganz felsenfester Meinung bin, dass wir nur durch positive Reaktionen eigentlich auch dem einen wirklichen Widerstand bieten. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eigentlich das, was im Moment auf der ganzen Welt passiert und das, was in Europa passiert, letztendlich, wenn wir da durch sind, eine riesengroße Bereicherung sein wird. Weil wir die Themen sehen? Denn, wie bitte? Weil wir die Themen jetzt sehen, auf die es ankommt? Weil wir Nein, sehen, wo ich die glaube, kommen? Dass wir eine riesengroße Bereicherung bekommen, weil so viele Menschen mit sehr viel Potenz und mit sehr vielen Erfahrungen, mit vielleicht ganz wunderbaren Traditionen auch aus ihrem Land, in unser Land kommen und wir, wenn wir offen sind, auch eine Bereicherung dadurch erfahren können. Ich meine, wenn du in so Städte gehst wie New York, warum funktioniert das? Da leben, ich weiß nicht wie viel, Hunderte von unterschiedlichen Kulturen. Ne? Der Melting Pot. Oder auch London oder Paris oder was. Ich meine, auch in Berlin spüre ich das immer mehr, dass also eigentlich auch Berlin eine Stadt ist, die voll ist, wenn du in der U-Bahn fährst, mit fremden Sprachen. Du hörst schon kaum mehr Deutsch. Ist egal. Ich finde es interessant und ich glaube, wir müssen positiv denken. Und ich baue jetzt ein zweites Haus und da werde ich den Melting Pot integrieren. Ja, weil ja, wir sind kurz davor und wir werden ganz viel Integrationsarbeit dort machen. Mit dem ganzen Gebiet und wir werden Familien aufnehmen und. Ich weiß, die Sendezeit ist zu Ende. Lassen Sie die Leidenschaft ruhig raus. Das muss sein. Wir haben ja gesagt, wir sehen die Verrohung auf der einen Seite, wir sehen aber auch die positiven Dinge, Engagement und so weiter auf der anderen Seite. Und wir wollen weder verharmlosen noch dramatisieren. Wie ist Ihr Eindruck bei all diesem Engagement? Gibt es trotzdem auch ein Klima der Angst schon, das sich verbreitet hat, Herr Grill? Schwer zu sagen. Also ich sehe halt eher die zwei verschiedenen Welten. Ich sehe natürlich diese Hasswelt auf der einen Seite und ich sehe natürlich auch so viel Engagement für Flüchtlinge auf der anderen Seite, die ich so viel Engagement ich noch nie gesehen habe. Also ganz normale Leute, die jetzt überlegen, und unterrichten sie am Nachmittag noch jemand, wo ist die nächste Flüchtlingsunterkunft, wo sie mithelfen können, wen können sie mal einladen oder sowas, sollen sie ein Kind adoptieren, ein unbegleitetes oder sowas. Also das gibt's ja, dieser ganze Teil der Gesellschaft gibt es ja auch. Und
Vor kurzem hat sogar ein Kollege mal gesagt, es hat sogar für die Presse insgesamt was Positives. Wenn man sich überlegt, vor ein, zwei Jahren haben wir uns um so banale Dinge wie die Wulff-Affäre gekümmert. Ja? Und jetzt sozusagen kümmern wir uns um die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ja? Also, ist das auch die Verantwortung der Presse, sich auch um die wesentlichen Themen jetzt zu kümmern? Presse hat, finde ich, jetzt keinen pädagogischen Charakter. Mhm. Presse hat einen aufklärerischen. Wir befinden uns in der Tradition der Aufklärung. Mhm. Wir wollen beschreiben, wie es wirklich ist, und die Leute sollen dann entscheiden. Wir wollen ein Programm wie das der AfD veröffentlichen, damit die Leute sehen, wie die Zustände wirklich sind da in der Partei. Das finde ich die Aufgabe der Presse. Herr Merbitz. Aus Ihrer Perspektive, was kann man tun, wer kann was tun, um die Gewaltspirale sich nicht noch weiter drehen zu lassen? Ich glaube, das haben wir heute Abend meiner Ansicht nach sehr gut hier gesagt. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Mhm. Es kommt auf jeden Einzelnen an, so wie Sie das gesagt haben, ein ganz klein wenig Beistand und mal zwinkern, das auch macht verdammt viel Mut. Mhm. Und ich spüre das ja auch, allein bewältigt man die Sache nicht. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge, und das ist unser Potenzial. Unser Potenzial, angefangen bei jedem Einzelnen, sich dafür einzusetzen. Ich glaube, man gewinnt eine ganze Menge, auch relativ schnell. Manche trauen sich vielleicht noch gar nicht. Mhm. Die sollen einfach den Mut haben, es ist wirklich nicht schlecht, es ist tatsächlich was Gutes. Und dann, glaube ich, können wir auch viele Worte aus dem Mund nehmen, was heute noch vor Gewalt einfach so ausspuckt. Wo wir einfach sagen können, dann, das haben wir gemeinsam geschafft. Und dann wieder nur unter einen, wo ich sage, es ist ganz niedrig anzusetzen. Wir reden über Menschen. Wir reden über Menschen. Wir wollen vernünftig behandelt werden. Und das steht auch jedem anderen zu, dass wir den auch vernünftig behandeln. Menschen, ob anderer Sprache oder Hautfarbe. Dafür bin ich einfach und sag einfach so raus. Mit ein klein wenig mehr Mut, mit ein klein wenig mehr Ehrlichkeit, mit ein klein wenig mehr aufeinander zugehen, schaffen wir eine ganze Menge. Was kann und sollte in Schulen passieren? Ja, zunächst einmal registriere ich mit Begeisterung, dass das, was wir uns ja eigentlich wünschen, das Gebot der Nächstenliebe in dieser Fülle, aktiv gezeigt wird. Wir würden das aber noch mehr bekommen, wenn wir wirklich auch nicht jetzt so ganz... Es ein bisschen einseitig war das jetzt, sage ich mal, für mich. Ich muss auch Forderungen stellen. Ich muss auch an die, die ich aufnehme, die ich wirklich gerne an mein Herz drücke, die ich, wenn ich sie kennengelernt habe, dann auch liebgewonnen, egal. Aber ich muss auch, wenn ich dann welche sehe, die nun ganz anders handeln, nicht nur, dass sie undankbar sind, sondern dass sie das Leben hier manchen Menschen sehr schwer machen. Dass ich an die Forderungen stelle. Was meinen Sie, dann ist die Hälfte, die jetzt noch abseits steht, die ist sofort bereit. Ist das das, was Sie unter Schimpfen verstanden haben, jetzt gerade in der Schule? Nein, damit meinte ich einfach nur, dass Schimpfen Liebe ist, dass ich mich kümmere, immer kümmere und nicht aufhöre und nicht ausblende und nicht sage, die sind schmuddelig und mit denen gehe ich jetzt nicht mehr um und die lasse ich jetzt hängen. Das ist ein Schrei, den die machen. Die Wut, Gewalt, das ist ein Aufschrei. Und den muss ich ernst nehmen, den muss ich anhören und das muss ich aufnehmen. Das ist wirklich ein Anliegen von mir. Was können wir tun, um das ernst zu nehmen, was Frau Bertmann sagt? Also ich glaube, dass der Appell... Die Kirchen machen das ja schon, ne? Ja, also ich denke, wir haben jedenfalls im Moment an der Stelle eine gute Bewegung in den Kirchen, glaube ich. Ich glaube, der Appell mit dem in jedem Einzelnen ist, glaube ich, richtig. Aber ich glaube, es geht eben auch darum, nach den Strukturen zu gucken. Ja. Und das, finde ich, ist ein wesentlicher Aspekt, den wir, glaube ich, stark machen müssen. Also es gibt so die schöne Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wer ist dein Nächster? Ja, das sind nicht die, die vorbeigehen und nicht hingucken, sondern es sind die, die hingucken. Aber witzigerweise gibt er ja am Ende dem Wirt ein paar Groschen sozusagen, damit der sich dann auch weiter kümmert. Und das ist, glaube ich, auch nochmal dieses Plädoyer, wirklich nach Strukturen zu gucken. Und das fand ich bei Ihrem Votum auch nochmal ganz wichtig, zu gucken danach, wie können wir uns auch gegenseitig dabei stützen. Und dabei in die Strukturen gehen, dabei in diese
Kindertagesstätten, Schulen und so weiter, in Arbeitsstellen. Ich glaube auch, es ist ja total interessant, dass auch die Firmen ganz stark im Moment mit auf dem Weg sind. Also in Baden-Württemberg gab es eine große Demo in Stuttgart. Und wer steht dann da oben? Stehen wirklich Gewerkschaften, Arbeitgeber, es stehen die Kirchen da, es stehen die verschiedenen Gruppen da. Und das finde ich einfach ganz deutlich. Wir müssen, ich meine, Sie haben es ja im Grunde auch aus der Position der Arbeitswelt her beschrieben. Wir müssen in den unterschiedlichen Feldern, glaube ich, einfach die Möglichkeiten schaffen, dass Menschen sich da begegnen. Ja. Rücksichtslos und verroht, Zivilgesellschaft unter Druck. Das war unser Thema heute im Nachtcafé. Wie immer erstmal danke an unsere Gäste hier in der Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche am Karfreitag. Dann mit dem Thema, wenn das Leben früh endet. Nochmal danke an die Runde, danke an Sie hier im E-Werk in Baden-Baden. Bis zur nächsten Woche in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön. Applaus